Hallo YouTube und herzlich willkommen zum nächsten Video, wo ich euch den ersten Eindruck von einer App auf der Oculus Quest vermitteln möchte. Heute eine kostenlose Anwendung, nämlich Epic Roller Coaster, und ich kann euch sagen, ich habe es schon mal ausprobiert und ich habe da so ein Problem mit Motion Sickness. Deswegen ist das auch heute in der Kette der Videos, die ich aufnehme, das letzte. Danach muss ich definitiv aufhören, ich bin mir ziemlich sicher. Ich möchte euch jetzt mal einen Eindruck von dieser Anwendung vermitteln, zeigen, welche kostenlosen Bahnen sind denn dabei. Und ihr könnt dann quasi Achterbahn fahren auf kostenlosen Bahnen und ihr könnt Bahnen dazu kaufen. Wir gucken uns einfach mal zwei kostenlose an und vielleicht kaufe ich noch eine Bahn dazu, je nachdem, wie wir in der Zeit sind, damit ihr auch mal eben sehen könnt, was kann man denn für Zusatzcontent erwerben. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst doch mal einen Daumen oben da und abonniert den Channel. Ich würde mich sehr freuen und jetzt viel Spaß bei dem Video. So Leute, Epic Roller Coaster, wie ich eingangs schon erwähnt habe, ein Spiel, was mir in der Vergangenheit sehr zu schaffen gemacht hat, gerade so zum Thema Motion Sickness. Ich weiß nicht ganz, woran es liegt, aber das Spiel macht mich echt fertig, vor allem, wenn ich es jetzt im Stehen spiele. Ich habe vorher Ocean Rift und Nature Tracks aufgenommen und das ist heute ja definitiv mein letztes Spiel, was ich machen werde, weil ich danach weiß, also weil ich weiß, es geht mir danach schlecht. So, wir haben verschiedene Achterbahnen zur Verfügung. Einmal die Rock Falls und das T-Rex Kingdom, die sind kostenlos. Dann haben wir hier noch Wyvern Siege, Halloween, Neon Rider, Snowland, Armageddon, Lost Forest und Dread Blood, die alle käuflich zu erwerben sind. Wie teuer ist eigentlich so eine Achterbahn, die wir kaufen? Kaufen Sie diese Achterbahn, kaufen Sie alle Achterbahnen mit 52% Rabatt. Dann gucken wir einfach mal, was denn so eine Achterbahn mit 52%, alle Achterbahnen mit 52% Rabatt kosten. Also ihr wollt euch die Vollversion dieses Spiels kaufen, dann kostet das eben ein Zehner. Ist es mir nicht wert, ehrlich gesagt. Irgendetwas ist schief gegangen. Ja, ist gut. Ich will nicht neu versuchen, ich will jetzt hier, genau. Wenn ich mir nur diese Achterbahn holen möchte, kostet das 2,99 eine Achterbahn. Okay, wir gucken uns jetzt erstmal die Achterbahn an, ob es mir da noch gut genug geht für weitere Achterbahnen. Es gibt auch so eine Highscore- und einen Rennmodus. Man kann auch Fotos währenddessen schießen, um damit Punkte zu sammeln. Man kann dann auch die Fotos hier in dem Album aufbewahren. Ich möchte jetzt aber einfach nur im Prinzip die Fahrt erstmal überleben. Es gibt eine Einzelfahrt, man kann auch mit mehreren Leuten zusammenfahren. Also wenn ihr jetzt, wenn zwei von euch beispielsweise diese kostenlose App haben, dann könnt ihr euch auf unserem Discord-Server verabreden und gemeinsam die Rockfall-Bahn fahren. Und die App, die greift auch auf das Mikro zu, das heißt, ihr könnt euch auch währenddessen unterhalten. Dann gibt es noch einen Rennmodus, wo man wahrscheinlich möglichst schnell über die Piste kommt, und es gibt einen Modus Schütze, wo man wahrscheinlich gewisse Ziele abballern muss. Ich gucke mir jetzt erstmal die Einzelfahrt an. Wir haben verschiedene Wagen. Ja, dann kann man auch wieder Wagen kaufen und alles Mögliche. Ja, uns reicht der Standardwagen. Immersiv, mäßig oder gemütlich. Dieses Spiel hat ein intensives Maß an Komfort, was bedeutet, dass Sie wie in einer echten Reisekrankheit bekommen können. Wenn Sie das, setzen Sie sich bitte und wählen Sie die bequeme Option. Komm, für euch Leute, wir machen den immersiven Modus. Ich lehne mich mal hier hinten an die Wand an. Oh. Ich habe keinen Eimer da. Ich muss hier den Gurt aber. Oh mein Gott. Bild machen. Ah, so kann man ein Bild machen. Unterbrechen. Selfie machen. Selfie machen. Oh mein Gott. Ja, die Grafik ist nicht besonders toll. Aber kann man dem Spiel keinen Vorwurf machen? Oh,
es ist ja kostenlos. Ich habe überhaupt, im richtigen Leben habe ich überhaupt gar kein Problem, auf Achterbahn zu gehen, ne? Aber was mein Gehirn hier gerade mit mir macht. Guck mal da oben, was ist das denn? Eieieiei. Ja, Pflanzen auch relativ detailarm, aber ich glaube, hier geht es auch eher um, ja, und die Bäume natürlich auch, aber ich glaube, hier geht es auch eher so um die Immersion, wenn es gleich runter geht, ob das dann wirklich Nerven, oh, und da geht's runter, da geht's runter, da geht's runter. Und da geht's nicht zu knapp runter. Alter Vater. Ja, ein bisschen Adrenalinausstoß war da. Mein Tipp, setzt, was? Da waren die Gleisen zu Ende. Ja, oh, was ein Zufall. Mein Tipp, setzt euch bei dem Spiel wirklich hin. Stehen ist nicht gut. Wie kommen wir denn da hoch? Ist das hier ein Auto mit Motor oder was? Ist ja gar kein Zug. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war die Stelle, die wir gerade gesehen haben. Guck da mal runter. Oh, wie gemein, dass man dann da nochmal... Oh, und rein in den Bauch. So. Was, da war keine Schiene mehr. Oh, boah, das ist gerade hart. Alter. Oh. Kann ich hier irgendwie, ist das das Ende? Dann halten wir es fest. Wir haben den Schatz gefunden. Ah, das war das Ende. Okay. Ja, das war die erste Bahn. Und jetzt fahre ich, komm, ich fahre die zweite Mal mit euch. Höchstgeschwindigkeit. Ah, guck mal, da muss man einen teuren Wagen kaufen, weil ich bin das auch noch nie gefahren in einem Rennmodus. Ach, probieren wir es jetzt einfach mal aus. Machen wir auch immersiv wieder. Einfach, dass ich euch zumindest mal zwei verschiedene Spielmodi zeige und euch dann mal so meine kleine Einschätzung zu dem Spiel mitteilen kann, nachdem wir da gemeinsam eben den Eindruck gewonnen haben. Okay, drei Minuten ist der Rekord, 3 Minuten 11. Wie kann ich denn Gas geben? Beschleunigen ist der Hebel. Ach, geht schon los. Wofür ist das? Ach, das ist die Bremse. Okay. Oh. Ja, das war dann wohl das, was nicht passieren darf. Dann nochmal neu. Gas, Gas, Gas. Bremsen ist hier. Wow. Ja, hier kann man jetzt wirklich... Ach, nein, 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 nein. Oh, Mist, da sind wir wieder entgleist. Ey, das ist sogar richtig cool, muss ich sagen. Man muss die Strecke nur ein bisschen kennenlernen. Und die kenne ich jetzt halt gar nicht. So, hier weiß ich, kann ich... Oh.
Aber die kriegen wir doch wohl einmal zu Ende gefahren. Aber ich bin dann auch im Bleif. So, Bremsen ist hier, alles klar. Ja, so. Jetzt kann ich natürlich gerade auf die Grafik gar nicht so richtig eingehen. Aber gleich fahren wir die nochmal in Ruhe. Wie entgleist? Ist doch gelogen. So, jetzt fahren wir die einmal in ruhig und dann gucken wir uns das mal in Ruhe an, wie hier auf der Strecke die Grafik umgesetzt ist. Immersiv und gegen die Wand lehnen. Hallo. Ey, hau ab. Hau ab. Hab ein Foto von der gemacht. So, die Palmen und das alles sieht natürlich... Und das ruckelt bei mir auch ein Ticken, muss ich auch sagen. Was man hier sagen muss, ist, es ist cool, dass hier Dinosaurier stehen. Aber da merkt man mal wieder, dass gerade in so welchen Szenarien dann die Grafik eben doch wichtig ist. Wenn man Dinosaurier da hat, dann müssen die eben originalgetreu aussehen, sonst bringt es nichts. Macht einen dann, also zumindest in meinem Fall, für mich finde ich es ein bisschen, sieht echt schlecht aus. Boah, wieder nicht angelehnt, da bin ich direkt am Wackeln. Ja, okay, okay, ja, hier haben wir jetzt nochmal einen Dinosaurier, den wir uns angucken können. Ja. Weiß ich nicht. Auch wenn ich sag ja häufig bei der Quest, ja, da kommt es nicht auf die Grafik an, aber an den, also hier stört es mich schon. Hier stört es mich schon. Das macht so ein bisschen kaputt. Woran mich das hier stark erinnert, ist an so diese Bahnen im... oh, ich muss mich wieder anlehnen. Diese Bahnen in einem Freizeitpark, wo man links und rechts was zu gucken hat. Oh, da war ein Raptor. Oh, ich muss gleich echt aufhören. Und die Bahn schon wieder zu Ende. Oh, boah. Oh mein Gott, nein. Mach ich die Augen zu? Nee, ich lass die Augen auf. Boah. Oh. Ich muss mir das nachher noch mal ein Video angucken. Ich habe das Gefühl, ich wackel hier hin und her. Jetzt knalle ich gegen die Wand. Ich wackel hier hin und her wie was weiß ich was. Oh, Parasaurus. Hallo. Gleiches Grafikproblem wie beim Triceratops. Oh, na, was war das denn? Soll das ein Kanosaurus sein oder? Warum kenne ich alle Dino? Na? Ach, ich habe Ark gezockt. Ein Spino. Boah. Oh, wow. Und schon wieder die Bahn zu Ende. Boah. Also wenn ihr ein bisschen Adrenalinausstoß haben wollt, das kann das hier. Das ist egal, ob es wirklich runter geht oder man das nur sieht, das Gehirn, das macht einem da ordentlich was vor.
Ein T-Rex. Guten Hunger. Oh mein Gott. Rückwärts auch noch. Wie hässlich der einfach läuft. Richtig schäbig. Ey, jetzt beim besten Willen, guckt euch das an, ey. Jetzt sagen wir nicht, wir müssen die ganze Bahn nochmal rückwärts fahren. Oh. Oh. Wo sind wir jetzt? Habe ich irgendwas verpasst? Ich habe noch ein bisschen gekotzt. Das dritte Mal auf der Bahn, dass wir kleine Gleisen unterm Arsch haben. So lange müsste man eine Achterbahn im Freizeitpark sein. Da lohnt sich dann auch mal eine Stunde anstehen. Oh. Wow. Oh nee, come on. Das soll das Ende gewesen sein. Ich guck mir nochmal schnell die Save. Mein Gott, ich muss unbedingt an meinem Avatar arbeiten. Das ist ja noch eine schlimmere Hackfresse als im Real Life. Ich hab. Ich hab ein Bild von der Selfie-Kamera gemacht. Da ist auch ganz groß. Ja, Leute, was soll ich sagen? Die Grafik haut mich bei dem Spiel nicht um. Mir wird sehr, sehr schlecht dabei, wenn man jetzt nicht sitzt. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das Spiel im Sitzen zu spielen. Ich werde mir jetzt keine zusätzliche Achterbahn holen, weil ich glaube, durch die beiden haben wir einen guten Eindruck bekommen. Nichtsdestotrotz, das Spiel ist bis hier, was ich euch jetzt gezeigt habe, ist das Spiel kostenlos. Und dafür kann man dem Spiel keinen Vorwurf machen. Ich kann euch nur empfehlen, ladet es euch doch mal runter und schaut es euch selbst an. Es kostet nichts. Ihr verschenkt auch nichts und vielleicht habt ihr nicht dieselben Probleme wie ich. Vielleicht stört euch die Grafik nicht so und ihr sagt, das ist ein wunderbares Spiel. Und dann habt ihr eben noch die Möglichkeit, hier ordentlich nachzulegen. Was ich definitiv interessant finde, ist der Rennmodus. Das hat schon Bock gemacht. Da könnte ich mir vorstellen, nochmal reinzuschnuppern. Mal sehen. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr auch noch euch was einfällt zu dem Spiel, schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Mal zu hören, was ihr von diesem Spiel haltet. Und jetzt, bis später. Das war's auch schon von Epic Roller Coaster. Ja, was soll ich sagen? Motion Sickness ist halt bei mir, gerade bei dem Spiel, ein Thema. Für mich ist die Anwendung einfach nichts. Aber vielleicht für euch, und dafür habe ich auch das Video gemacht, dafür habe ich mich durch die Motion Sickness gekämpft. Ja, ladet es euch, es ist kostenlos, ihr könnt nichts falsch machen. Däumchen hoch! Wenn euch das Video gefallen hat, und dann ciao, bis zum nächsten Mal.